Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Die Gilde 2 Renaissance mit den lieben Schwabenboy zusammen. Hallo. Ja, hallo Banause. So, wir spielen wieder weiter. Ich habe immer noch den komischen Geklacker hier im Hintergrund. Gehen wir mal anders hin. So. Ja, es geht. Und ich habe jetzt endlich geschafft, unser Dorf aufzuwerten hier. Aha! Und schon bin ich Gildemeister. Der Patronen der Gelehrten. Der Verborgen ist unbesetzt. Aber noch nicht mehr lang, sobald meine Tochter nämlich altmog ist. Ja, die Gildemeister. Ist ja... Hä, warum geht das denn jetzt nicht? Bin sofort da. So, haben wir jetzt irgendwo ein Gildenhaus, aber, oder wie ist denn das? Ja, muss ja. Du hast jetzt ein Gildenhaus. Ah, wunderbar. Dann kann man doch gerade mal... Geh mal hin zum Gildenhaus. Mal gucken, was wir da machen können. Wie sieht das hier Eine aus? Dynastie trauert. Was? Oh. Da trauern sie wieder. Ja, die trauen sich aber was. Eine Dynastie trauert. Und schon wieder. Was ist denn los hier wieder? Jetzt geht wieder das Sterben um. Ich bin mir noch fast der Leute, wenn es so weitergeht. So, was hat jetzt. Es müsste aber irgendwas noch dazu bauen, ja? Eine Gießerei. Müsste dazu kommen. So, meine Inquisitoren, alle stehen hier alle rum. Das ist schon mal sehr gut. Oh, jetzt habe ich mal ein bisschen um hier. Ja, warte, was willst denn du? Also, du wolltest ein bisschen Gesundheit. So. Kommen die Pferde? Ah, die Karren kommen gerade wieder. Sehr gut. Da macht aber schick. So, jetzt gehen wir ins Gildehaus. Was können wir denn da machen? Verkaufen hier. Achso, machen sie frei. Machen sie Handwerksanleitung, aber wenn... Genau. Das Problem ist nur für Gelehrten, da brauchst du Leder. Und Leder... Ne? Na, jetzt schauen wir halt mal, jetzt warten wir halt mal ab. Ach, ich kann noch gar kein Ding jetzt kaufen, weil ich kein Patron hab, ne? Ah. Blöd. Naja. Muss ich halt warten, bis ein Kind... Ach, Mann, oh, was soll denn der Schwachsinn jetzt schon wieder? Eine Dynastie trauert. Ach... Oh nein, der. Oh, da tut mir aber leid, der Bürgermeister ist gestorben. Da tut mir aber leid. Sehe ich gerade. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber schlecht. Ob er jetzt wirklich angeklagt wird. Komm mal, beleg dich mal ein bisschen, alter Opa. Hopp, 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 hopp. Alter Opa, sagt er. Ja, der läuft im Beweise verschafft. In Zeitlupe. Soll ich ja gleich Prozess jetzt machen? Oh, ich kann auch den Blauen anklagen. Wen hast du angeklagt? Blaue. Ja, welchen? Na, der Blaue. Diesen Humphrey? Humphrey Bogart, ja. Humphrey Bale, den kann ich auch anklagen. Ja, den habe ich auch anklagt. Ich habe auch Beweise gegen den. Ein Spion hat euch Beweise verschafft. Und wieder Beweise. Eine Dynastie trauert. Jetzt habe ich nochmal einen Heilerbetrieb gekauft. Ich würde ja gerne den Bauernhof kaufen für Leder, aber das kann ich nicht kaufen. Das reiße ich aber ab, die Heilerstube. Das heißt, ich muss einen Patron als Kind dann haben später. Oder ich muss den zum Patron machen. Ein. Weil so, jetzt bricht Prozess, jetzt bin ich gespannt. Auch schnell. Wird direkt gehängt. Wird direkt gehängt. Nee, der hat nur 2 Verbrecher. Ach, schade. Aber ich bin... Das ist halt gefährlicher, wenn du einen Gauner machst. Naja, du musst ja gut, dass du Rechtsstand Immunität kriegst. Euer ja. Amtssessel ist bedroht. Was? Toll. Der will Richter werden, gibt's ja gar nicht. Ja toll, aber das ist ausgezwölt.
Weil der, wo halt Richter machen soll, ist gestorben. Der Richter macht, der ist gestorben, das ist auch gut. Das ja, habe ich auch noch nicht gehört. Doch, da war jetzt Todessymbol dran. Das ist gut. Das ist richtig gut. So, oh. Du darfst auch mal produzieren hier. Handwerker sucht Waren. 5 Kirchenglocken. Ja. Die Arbeit wartet. Eine Dynastie trauert. Och, die ist auch tot. Oh. Es geht aber rund. Handwerker, was brauchst du denn dafür überhaupt? Da muss ich mal gucken gehen. Errare humanum est. Ach, danke schon wieder. Fällt schon wieder Gold, oder wie? Fühlt sich vernachlässigt. Ja, ich bin da schon am Weg. Jemand fühlt sich vernachlässigt. Ist ja gut. Jetzt fällt Farbe. Ja, die können doch nicht schon 60 Farbe verarbeitet haben. Das geht ja gar nicht. Ja, mal her, so. Das nehmen wir jetzt auch nicht. So. Wollen wir mal ein bisschen Krönschleim machen echt hier. Für jeden Scheiß brauchst du Farbe hier. Ja, kann ich herstellen. Willst du haben? Kann ich selber herstellen. Ach so, okay. Hätte ja mal sein können. Ich hätte dir was vorbeigebracht. Hey, ladest du bitte die Pilze auf? Was ist denn los mit dir? Hallo? Out of sync. Toll. Echt jetzt? Ja. Kein Witz. Okay, dann unterbrechen wir mal ganz kurz die Aufnahme. Ja. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Tun uns leid für den technischen Defekt gerade, weil wegen dem Out of Sync. Aber jetzt geht's wieder. Kann ich nichts machen, nee, steckst du nichts drin. Bei so alten Spielen ist das manchmal so. Ja. Und wir wissen ja, der Dingens hat ja, oder die Gilde hat ja sowieso Probleme damit so gehabt. Unterwegs. Schon immer. Ja. War erstaunlich, dass es so lang ging. Ja. Ja, war auch das erste Mal, dass das mit dem Spiel passiert ist. Ja. Kann man ja auch sagen. So, und ich habe gleich meinen ersten Krötenschleim produziert. Euer Sehr kind schön. Kann eine Lehre beginnen? Ja, natürlich will hier Ratsherrkette überwerben. Ist ja logisch. Euer Kind kann eine Lehre beginnen. Natürlich immer nett. Diese Rattenplage raubt mir den letzten Nerv. Ja, der da? Ach, der. Menno, immer so, jetzt habe ich Ratsherrkette erworben. Warte, na, warte, was ist der denn jetzt? Ach, der ist schon Patron, okay. Ich bin schon ganz schön groß. Allgemein nahe schon wieder der. Dann wird der Handwerker, also. Toll, der stirbt ja eh bald. Da stirbt der Ewald, sagt er. Naja, der ist 85. Was? So alt schon? Gibt ja gar nicht. Ja, klar. Aber unbedingt. So, in Gruppe aufnehmen. Unbedingt. Also die Frage ist, den kann ich eigentlich... Schnell ins Rathaus, Mädel. Wenn ich den rausschmeiß, könnte ich den Patron reinnehmen. Dann hätte ich theoretisch... Könnte ich mir dann den Bauernhof kaufen und Leder produzieren für die Almanach. Ich habe keinen Platz im Inventar. Na toll. Da bräuchte ich aber Holz. Ja gut, Holz ist nicht das Problem. Holz ist ja nicht das Problem, habe ich ja. Nur Dingens nicht. Immer nur Arbeit. Also langsam wird es echt unübersichtlich. Da du jetzt die größere Stadt, eine größere Stadt hast, brauchst du auch ein bisschen Seife. Komm ich mal rüber. Weißt du nicht, ich habe ja selber 2 Krankenhäuser. Das ist egal. Ich bringe gerne Seife. Dann verkaufe ich meine schnell. Was? Drück dir erstmal den Preis runter. Gehe ich jetzt Honig verkaufen, so. Und Obst. Auch ein Amt bewerben. Nein, nicht Anklage. Ein Amt bewerben. So, Honig und so weiter ist alles unterwegs. Sehr gut. Ach ja, Amtswahlen kommen ja auch noch gleich. Mein Gott. Über dieser Stress. Ja, und dann geht's schon los. Schnell dorthin. Minimalhaus, jawohl. Ich hab mal meine Leiste wieder voll. Was? Nun? Ich hab wieder 3 Charaktere drin. Ja, ich hab auch 3 und einen werde ich gleich wahrscheinlich auch rausschmeißen, sobald er die Frau hat.
und ich ein Kind gezeugt habe. So, gibt's irgendwo noch einen Bauplatz für mich? So. Na komm schon, da war doch keiner. Da geht gleich die Ratsfall los wieder. Hier ein bisschen. So, das. Der Bauernhof wäre schon geil. Da ist der Hub ja schon gut, so. So, schnell mal Seife verkaufen. So, Bürgermeister werde ich auf jeden Fall. Ist schon mal was wert. Okay, Glückwunsch. Ist auch kein anderer, der ist ja gestorben. Selbst schuld. Ach so. Da kann ich auch nichts für, wenn der stirbt. Ja, was stirbt der auch einfach? Ja, ehrlich, was stirbt der einfach, genau. Kann ich ja nichts dran ändern. So, ihr geht euch mal wieder hier umhören. Freunde der Sonne. So. Da hatte ich mich, genau, da hatte ich mich auch beworben. Und da, und da, und da. Sehr schön. So, wie sieht das hier aus? Genau, genau. 4 Krötenschleim habe ich schon. Oh, das gibt wieder Kohle, wenn ich da verkaufe. 4 Krötenschleim, das ist ja gar nichts. Ich gehe mal ein paar Pilze verkaufen, weil ich habe zu viele gerade. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Ah, neues Gebäude errichtet. Sehr schön. Zweite Stufe gleich mal aufwerben. Ja, Honig ist erschöpft. Ja, ja, geht gleich wieder. Achso, die Ratswahl geht gleich los. So. Ja, ich lerne zwar. Wollte es gerade eben im Moment noch sagen. Mal da reinspringen. Geht los. Ja. So, jetzt habe ich eine knackige 17-Jährige am Start. Die können jetzt eine Weile mitmachen. 17, eine knackige 17-Jährige. Geil. Ah ja. Ich weiß, wie soll ich das denn sagen? Ich ist so. Ja, die eine ist eine knackige 56-Jährige, glaube ich. Bürgermeisters unserer schönen Stadt. Folgende Person hat sich. Oh, ich bin der Einzige, der sich beworben hat. Okay. Dann bin ich schon Gildemeister jetzt. Sehr schön. Jawohl, da bin ich Bürgermeisterin. Glückwunsch. Vielen Dank. Lasst uns nun die Verantwortung. Folgende Person. Da kein eindeutiges Ergebnis. Hurra! Das Ergebnis dieser Abstimmung zeugt einmal mehr davon, dass ihr. Lasst uns nun die Position. Folgende. Die Wahlberechtigung. Jetzt kommen wir ein bisschen Geld raus, komm. So. Boah, 10.500 besticht er mich. Wie geil ist denn das bitte? Mit 10.500 hat er mich bestochen. Lasst uns nur das Amt folgen. Die Wahl. Ich gebe. Das werdet ihr nicht bereuen. Bist du noch da? Ja, sicher. Ich bin gerade hier am konzentriert hier. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Okay, ich bin durch. Und dann kann man knackige 17-Jährige mal gucken, dass er ihn heiratet, oder? Ihr habt ein Amt. So, jetzt bin ich Bürgermeister, Oberist und noch irgendwas. 3 Ämter. So, dann kann ich mich jetzt noch auf Seneschall bewerben. Der hier. Sag mal, wieso? Warum kämpfst du gegen solche Betriebsprüfer machen? Nicht, da weiß ich, wen angreife da. Hallo, wo sind wir denn? So, jetzt kann ich die Stadtgarde befehligen. Ich kann jemanden verbannen. Oh. Kann ich auch. So, und jetzt guckst du mal, dass du. Ich kann betteln gehen. Ich kann auch Gelder veruntreuen. So,
der Vogt. Variatio delectat. Ich bin der Meister. Was kannst du jetzt alles? Achso, du kannst ja die Stadtgarde nur befehligen, ne? Mal ich schön. Kann Stadtgarde befehligen, ich kann das Dorf aufwerten, ich kann Gelder. Ja, Dorf aufwerten kann ich theoretisch auch. Termin im Rathaus. Ich habe jetzt gerade auf Schlichterin beworben oder auf Richterin. Ihr seid ein Schuft. Ihr seid ein Schuft? Jetzt habe ich 7000 Gold. Was nun? Ich bin ein Schuft, sagt er. Du bist ein Luder. Ja, Luder eigentlich, das stimmt. 200 kostet das. 200 Einwohner brauchst du für die nächste Stufe. Krass. 170 hat Markon schon, immerhin. Toll. Umsatzsteuer festlegen. Lager, der bei mir heißt Triade ab. Das ist nicht dein Ernst, oder? Warte mal, wo kann ich denn sehen, was für eine Umsatzsteuer die gerade haben? Bei Gesetze Einseher. Im Rathaus. Ach so. Ach da, okay. Kassenbuch. 11.000 Steuern, okay. 22.000 haben sie momentan. Gesetz 30%, hallo? Hat den Schaden? Erstmal runter machen. Feierabend, was ist das? Achso, kann ich jetzt gerade gar nicht, weil ich da aus Versehen gerade drauf gedrückt habe, ne? So. Kacke. Egal. Bitte, ich bin jetzt Bürgermeister, der Rest ist mir egal. Ich habe übrigens wieder ein neuer Betrieb gebaut gerade. Ja, ne? Was soll ich dazu sagen? Weiß ich nicht. Ist halt so, ne? Was soll ich jetzt dazu sagen? Bin schon unterwegs. Die Rechtsprechung wurde geändert. Gauner, ne. Handwerker. Das ist eine 59, was ist denn das für ein Alterssack? Fühlt sich vernachlässigt. Ja, boah, jemand fühlt sich vernachlässigt. Da geht schon wieder los. Sag mal, gibt's da auch Jüngere, oder wie ist denn das da? Ja, du so alte Knacker. Was ist denn hier los hier? Jemand fühlt sich vernachlässigt. Ja, doch, den nehmen wir mit 22, mein Gott. Nur so alte Knacker. Ah ja, ich heirate auch mit 17, quasi 57-Jährigen. Was? Doch, wegen, der Geld, wegen dem Geld. Ja, Geld habe ich selber gemacht. So, ich werde jetzt erstmal eine Mine bauen. Das war bei Gilde 1 immer so geil, du hast hier wirklich hoch heiratet. Ja, ja, weiß ich. Du konntest ja, teilweise hast du ja dann Leute gehabt, die richtig viel Kohle hatten. Auch. So. So, wo kann ich denn hier bitte schön die Mine hinbauen? Mein Freund. KI. Ich muss jetzt mein Holzfäller auf. Ja, genau. Wie ging das nochmal mit dem Drehen? Gebäudedreher. Ja. Alt rechts und Mausbeweger. Ach da, alles klar. Aber ich kann die Linie nirgendwo hinbauen. Ein Kompliment machen. Alles frech. Was? Liebesdienst ist fertig. Der Liebesdienst? Wer ist jetzt das bitte? Liebesdienst ist fertig. Ihr fühlt euch sehr erholt. Eure Lebensenergie steigt um 50 Punkte. Aha. Das war aber ein Angestellter von mir. Ach so, okay. Aber wieso mache ich eigentlich das ganze Heckmeck mit dem Wolben? Das ist doch Blödsinn. So habe ich. Wo denn schon wieder? So. Da waren wir. Ich will, da war er im Bordell, Liebesdienst. Gibt's ja gar nicht. Es fällt jetzt auch Honig. So, dann wollen wir hier auch noch einen einstellen. Sehr gut. Sehr schön. Und du gehst dann bitte. Okay, Achtung, jetzt kommt gleich wieder eine große Abrechnung. Wie immer. Oh nein! Tagesende! Oh oh. Och, ich habe nur 6000 bezahlt, das geht. Ich habe gar nichts gezahlt. Ich habe vorm Tageswerk 55.000 geht, jetzt habe ich 57.000. Ja, ist auch frech, sowas. Ich habe gerade noch nebenher Ding, ein bisschen was verkauft. So, der. So ist okay. Wo denn da jetzt? Hast du jetzt mal die Dame da so weit umgarnt, dass du heiraten kannst, oder was ist los hier?
Ja, geht doch. Was nun? Ne, immer noch nicht. Ist ja nicht wahr. Jetzt zieh wieder am Pin. Du kannst Pause machen. Sehe ich gerade. Ja. So, aber dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Sorry nochmal für die Unterbrechung, aber das war einfach die Technik versagt. Da können wir nichts anderes, können wir nichts dagegen tun. Ich hoffe, ihr seid trotzdem weiterhin mit dabei bei unserem Abenteuer bei der Gilde 2 Renaissance. Schaut auch beim Nause mal auf dem Kanal vorbei, Link in der Videobeschreibung, hinterlasst dort auch mal Bewertungen, Kommentar, vielleicht ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, der freut sich da immer drüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch, tschüss!